Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Sonntag und damit Zeit für ein neues Kreativvideo. Und bis vor etwa einer Stunde wusste ich noch gar nicht, was ich mit euch basteln will. Dann hatte ich einen Geistesblitz und dann hatte ich auch noch eine Idee für ein Stempelset, mit dem ich gerne arbeiten möchte. Und das ist dabei herausgekommen. Ich habe mal gerade ein bisschen drauf hingearbeitet und es ist ein bisschen anders geworden, als ich es eigentlich wollte, aber vom Grund her ist es schon das, was ich mir vorgestellt habe. Und ihr seht jetzt hier, das möchte ich nämlich euch heute zeigen, ein Element, wo man sich erstmal fragt, hey, wo hat sie das denn her? Mir ging das ähnlich, weil ich habe im neuen Katalog eine Karte gesehen und habe gedacht, so yes, Dwight, es gibt wieder eine Wabenmusterstanze. Und dann habe ich den ganzen Katalog von vorn bis hinten durchwühlt und ich habe sie nicht gefunden. Und dann habe ich immer gedacht, wie haben die das denn gemacht? Die arbeiten doch jetzt nicht mit fremden Sachen und bilden doch jetzt auch nichts Fremdes ab. Und dann irgendwann nachts kam mir mal der Geistesblitz, wie das gemacht sein könnte. Und das zeige ich euch heute. Und das Drumherum passt halt zur Jahreszeit. Hortensien, die blühen ja auch dann irgendwann mal bald wieder. Und vor allen Dingen Pfingstrosen. Und ich mag ja dieses Set, das ist dieses Beautiful Friendship. Das gibt es leider nur in Englisch, aber die Stempelmotive, die floralen Motive sind einfach wunderschön. Und ich habe dann, als ich jetzt so gerade meine Sachen zusammengeräumt habe, habe ich gesagt, Mensch, du hast ja wieder nur mit Lieblingen gearbeitet. Das Stempelset, ihr wisst, hier Päonien, Pfingstrosen, das ist ja meins, Blumen ja ohnehin. Dann habe ich den Geburtstagsmix und ich glaube, da habe ich neulich im Vlog mal gesagt, der würde rausgehen. Tut er nicht, der bleibt. Und als Stanzform habe ich natürlich wieder meine bestickten Rechtecke genommen. Und für das Hexagon zeige ich euch das gleich. Der ein oder andere wird schon vermuten. Wir fangen aber einfach mal der Reihe nach an. Meine Grundkarte ist flüsterweißer Farbkarton. Geschnitten auf 11 x 4,1 Inch, gefaltet bei 5,5, weil wie gesagt, wir arbeiten ja wieder mit den bestickten Rechtecken. Und dann habe ich hier noch ein Stück flüsterweißen Farbkarton, und zwar den dünnen, der sich so super zum Stempeln eignet. Und damit fangen wir erst an und stanzen es dann aus. Ein bisschen Schmierpapier. Und als Stempelfarben habe ich mir genommen Rauchblau für die Hortensie. Dann habe ich Rot für die Rose hier nachher drauf. Anthrazitkraut für die Schrift. Ich blende euch das dann ein, wenn ich es benutze. Ein bisschen Kirschblüte, ein bisschen Minzmakrone für die Pfingstrose. Wir hätten Wassermelone gehabt, da bin ich nicht so richtig drauf gekommen, aber ich habe mich jetzt hier für Flamingorot entschieden und dann nochmal Gartengrün. Wie gesagt, ich blende euch die Farben ein, wenn ich sie benutze. Ich fange mal an mit Flamingorot. So, und dann nehme ich mir die Pfingstrose. Und das ist jetzt zum Beispiel auch eine Idee, wie man sich Designerpapier selber gestalten kann. Ne? Einfach die weiße Basis und dann mit Stempelmotiven drüber. Da lasse ich es jetzt erstmal bei. Dann nehme ich mir Rauchblau. Und nehme die Hortensie. Und eigentlich wollte ich nämlich so und dann das Etikett da draufsetzen. Und gar nicht viel mehr, noch ein bisschen Blattwerk. Und dann habe ich mit dem Blattwerk angefangen und dann wurde es nachher total viel. Wie so was manchmal entsteht. Ne? Ich nehme mir dann auch gleich nochmal Kirschblüte mit dazu. Und diesen, ich glaube, eigentlich soll es ein Goldregen sein, aber Gelb wollte ich jetzt nicht nochmal mit reinbringen. Und wir stempeln jetzt auch tatsächlich so, wie das bei mir vorhin entstanden ist. Minzmakrone. Ist für den Hintergrund die letzte Farbe. Und dazu muss ich mir mein Blattwerk nochmal sauber machen. Ja, wir gehen der Reihenfolge nach vor, weil da hatte ich zwischenzeitlich schon mit Gartengrün gearbeitet. Und wenn jetzt Minzmakrone drauf ist, auf dem Stempel ist es nicht schlimm, in Gartengrün zu gehen, weil Gartengrün ist die dunklere Farbe, aber von dunkel auf hell würde ich es nicht machen. So, und dann gehen wir nicht ins falsche Stempelkissen. Und setzen uns einfach noch so ein paar grüne Akzente mit dazu. Hier kommt ja nachher eh das Etikett hin. Können wir auch das andere Blattwerk nochmal nehmen. Aber halt auch dann nochmal dazwischen setzen die Hortensie. Und nochmal einen rötlichen Klecks von der Pfingstrose. Und so wird jede Karte auch immer ein bisschen anders. Ne? Jetzt setze ich nochmal hier ein bisschen.
Habt ihr gerade den Brummer gehört, der hier an meinem Mikrofon vorbeigebrummt ist? So, ein bisschen Blattwerk noch dazwischen. Und so wird, wie gesagt, jede Karte ganz individuell. Und ich glaube, dabei belasse ich es jetzt auch. Ich könnte eventuell noch mal hier sowas dazwischen setzen. Ich glaube, das. Jetzt bin ich in die falsche Farbe gekommen. Seht ihr? Das war nicht gewollt. Das sollte jetzt nicht mehr sein. Ist aber nicht schlimm. Fällt nicht auf. So. Wir stanzen es ja eh noch aus. Warum ich mich jetzt um die Ränder kümmere, weiß ich auch nicht. Ach ja. Es ist Samstagnachmittag und ich habe einen kleinen Anflug von Migräne. Also wenn ich heute dummes Zeug quatsche, wisst ihr, woher es kommt. So, das stanzen wir uns als erstes aus. Wie gesagt, meine allerliebste Stanzform von den bestickten Rechtecken. Ich tue sie fast schon gar nicht mehr weg. So, und jetzt stanze ich mir hier einfach den Ausschnitt aus, den ich gerne hätte. Lege es mir ein bisschen schräg drauf, das seht ihr gerade nicht. Dann zieht es sich leichter durch. So, das ist unser Kartenaufleger und jetzt kommen wir mal zu dem Geheimnis, deswegen werde ich mal die Big Shot doch noch ein bisschen weiter reinholen. Von diesem Hexagon. Wie gesagt, Geistesblitz. Manchmal muss man ja mal drüber nachdenken, wie was gemacht ist. Ich habe hier ein Stück Farbkarton in Kirschblüte und als Stanzform nehme ich mir die raffiniert bestickten Rahmen. Jetzt muss ich mal überlegen, welche der Formen ich hatte, welche Größe. Ich glaube, es war diese. Ja, und damit stanze ich mir erstmal eine aus. Also ihr bräuchtet jetzt, wenn ihr ein bisschen knapp seid, also ihr bräuchtet jetzt nur einmal hier oben die Spitze, aber unten noch genug Platz lassen, damit ihr da weiter arbeiten könnt. Ich glaube, jetzt weiß man auch schon, worauf man hinaus will oder worauf ich hinaus will. Dann habt ihr das Stanzteil. Jetzt dreht ihr es um und je nachdem, wie ihr eure Wabe gestalten möchtet, ihr seht jetzt schon, wenn ich hier ruckel, das findet seinen Weg in die Ausstanzung, also in diese Stanzform mit dem schon gestanzten Motiv. Es lässt sich schwer erklären, aber wenn ihr das macht, werdet ihr einen Widerstand merken, wo es nicht mehr verrutscht. Und das legt ihr dann einfach auf die Stanzform oder auf die Platte auf und nudelt das nochmal durch. Und ratzifatzi habt ihr eine Wabe mit Stickmusterrand. Manchmal liegen die Ideen ja quasi vor der Nase und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hatte auch angefangen, das mit den größeren Waben zu machen. Die waren mir dann aber zu groß und so bin ich immer kleiner geworden. Habe nachher auch die Farbe noch geändert und hatte auch überlegt, ob ich das vielleicht in Metallicfolienpapier Champagner mache. Aber ich fand es mit dem Rosa tatsächlich ganz schön. Und es ist, oh Wunder, die gleiche Größe. Durch Zufall entstanden. Naja, es ist halt das Augenmaß, ne? Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass sich hier zum Beispiel dieses Stickmuster fortsetzt, aber das sieht derjenige, der die Karte geschenkt bekommt, nicht. Das fällt dem gar nicht auf. So, wir bauen hier schon mal so ein bisschen zusammen, damit uns nichts flöten geht. Kleiner Tipp am Rande. Nicht dran zutscheln, wenn es verstopft ist. Habe ich nämlich heute gemacht, schmeckt überhaupt nicht gut. Aber davon habe ich nicht die Kopfschmerzen, die hatte ich vorher schon. Und der Mund ist auch so ein bisschen, ja, nicht dran zutscheln. Es ist zwar nicht giftig, aber es schmeckt nicht. So, dann kleben wir das schon mal auf. Oh, ich habe hier noch Randstücke von den Mini-Dimensionals, die müssen auch mal weggearbeitet werden. Ein bisschen schief ist mein
Guck mal, ein bisschen schief ist meine Wabe geworden. Vielleicht lag es nicht gerade drin. Ich mache mir mal noch mal eine. Das ist der Vorführeffekt, ne? Ich denke jetzt eben irgendwie ein bisschen komisch sieht sie aus. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen im Lochmuster verschoben. Also, ich stanze mir die noch mal aus, dann seht ihr es auch gleich noch mal. Da fragt man sich, warum passiert das dann ausgerechnet, wenn man vorführt? Vorher ist das nicht passiert. So, wir machen das mal noch mal. Wiederholung ist ja auch gut zum Lernen. So, gucken, dass es gerade drin sitzt. Tut es. Ich bin gespannt. Alles gut. Aber beim Übereinanderlegen seht ihr, dass da irgendwas nicht stimmt, ne? Aber alles gut. Sie ist jetzt auch nicht ganz so quadratisch geworden. Sie ist ein Müh kleiner, schmaler. Ist aber nicht so schlimm. Wir können sie auch so hinlegen diesmal. Ja. Es wird immer anders. So, und dann habe ich jetzt hier einen Streifen von meinen Abschnitten. Das ist 1,3 cm breit. Ich habe ja hier so ein ganzes Glas voll stehen, wenn ich Karten zuschneide, ist, dass immer der Rest da übrig bleibt. Und nehme mir jetzt aus dem Geburtstagsmix das Stempelset oder den Spruch, Geburtstage werden nicht gezählt, nur gefeiert. Ja, wir können das auch gerne gerade aufstempeln. Auch das klappt heute nicht. Knick in der Optik. Jetzt haben wir es. Im vierten Anlauf. Yay. Das ist, wenn man nicht so fitti ist, ne? So. Das haben wir schon mal. Ja, ich glaube, diesmal werde ich so hinsetzen. Hier habe ich ja die Spitzen zur Seite und die Geraden da hoch. So, dann habe ich hier noch ein Stück flüsterweißen Farbkarton. Da habe ich übrigens die Wabe vom Scrapbooking am Freitag ausgestanzt. So, jetzt nehme ich mir Glutrot und Gartengrün für die Rose. Wir müssen ja hier auch irgendwann mal weiterkommen. So, Glutrot für die Rose. Das setzt sich dann nochmal schön ab. Wir haben den pastelligen Hintergrund und die Rose, die sich dann nochmal ein bisschen absetzt. Möglichst ohne Farbe an den Finger. Und dann nehmen wir Gartengrün und da stempel ich mir dann nochmal das Blattwerk. Auf und das schneide ich mir aus, damit wir es dann hier auch mit in 3D draufsetzen können. Juhu! In der Zwischenzeit war mein Mann da. Der hat nämlich heute, Schatz, wie er ist, mein Fahrrad fertig gemacht. Seht ihr im Vlog. Das hat er mir jetzt einmal gezeigt. Haben wir gleich nochmal einen Schwenk nach draußen gemacht. Wir machen hier Video im Video. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Achso, wir setzen das jetzt einfach hier zusammen. Und zwar fangen wir mal an mit dem, wo wir eben schon waren, mit dem Hexagon. Hexagon heißt es. Das ist ja jetzt hier wieder das Falsche. Das ist das? Nee. Ach komm, klein mir eine Föt. Ob das jetzt das Falsche oder das Richtige ist? Nee, es ist das Falsche. Aber das sieht jetzt auch gerade so schief aus. Aber wir wollten das so setzen, ne? Weg damit.
Jetzt bin ich raus. Bisschen schief ist das auch geworden. Egal. Sieht gleich kein Mensch mehr. So, das wollten wir ja jetzt aber so aufrecht stellen. Dann mogt wie das auch. So, jetzt noch einmal Maß nehmen. Hier hinten muss so etwa ein Viertel-Inch weg. Den kleinen Hebelschneider gibt es nicht mehr bei Stampin' Up. Das war das Einstiegsangebot während der Celebration. Der Bonus für die Neueinsteiger. Hier hinten machen wir ein Fähnchen draus. Zack. Und jetzt brauchen wir noch vorn und hinten Klebi. Und in der Mitte kommt einfach ein bisschen Flüssigkleber. So, und jetzt ziehen wir das hier so. Ich mache, dass das hier abschließt mit dem Kartenaufleger. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und hier ein bisschen drüber geht. Da sind wir ein bisschen frei. Und dann setzen wir noch die Rose auf, ein bisschen aufstellen, ein bisschen Bewegung reinbringen. Und dann können wir mit dem Grün dahinter auch arbeiten. Mal gucken, wie wir es machen. Da können wir jetzt auch mal ein bisschen was anderes machen. Ja. Es muss ja nicht alles immer gleich aussehen. Es kann ja auch mal ein bisschen Abwechslung dabei sein. Es wird jetzt, glaube ich, zu viel, wenn ich hier noch ein drittes Blatt mit hersetze. Ja. Aber ich könnte jetzt überlegen, das damit. Nee, dann. Wenn ich das Blatt dahingesetzt hätte, seht ihr das, dann sind die beiden Schnipsel total gleich. Deswegen habe ich es hier nämlich auch nach oben hinweg gehen lassen. Nö, das reicht so. Alles gut. Und statt des Bling-Blings habe ich, oder als Bling-Bling habe ich dieses Mal Perlchen genommen, die hier irgendwo rumfliegen. Und dann nehme ich mir so eine mittlere Perle. Und eine kleinere und bilde aus den beiden einen Tuff. Dann kann man nämlich auch gut nur mit zweien arbeiten. Also sonst sagt man ja immer drei Elemente. Ne? Also wenn ich jetzt, ich hätte jetzt auch drei Perlchen versetzt setzen können, aber jetzt dadurch, dass ich zweier Tuffs gebildet habe, kann man auch zwei dieser Elemente machen. Drittes würde vielleicht hier oben auch ein bisschen zu viel werden. Deswegen lasse ich es dabei. Und das war meine Idee für heute. Was man natürlich noch machen könnte, ist mit ein bisschen Wink of Stella das aufbrezeln. Ein Schleifchen, nee, passte dann nicht. Hatte ich ursprünglich überlegt, hier mit herzusetzen, aber dann hätte es mir den Spruch verdeckt. Das ist meine schnelle Kartenidee für heute, weil mir nichts anderes einfiel. Und ja. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel wirres Zeug gesprochen. Diejenigen, die das große M kennen, wissen, wie schwierig das manchmal ist mit der Konzentration. Und damit wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Startet morgen gut in die neue Woche. Wir sehen uns im Vlog und dann über die Kreativvideos wieder, die so über die Woche hochkommen. Und übrigens, das ist der Rest, der dabei rausgesprungen ist. Den könnte man dann gut für Scrapbooking auch noch mitverwenden. Oder aber, wenn man es länger nach unten zieht, ist das auch ein schöner Wimpel, ist natürlich dann auch ein schönes Element für so eine Karte. Man kann auch mit den Resten dann spielen. Und damit jetzt Schluss für heute. Bleibt gesund, bleibt kreativ und tschüss aus Hamburg. Tschüss! Thank you.
Yeah, let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how.